Ja, schönen Dank für die Einladung nach Bad Zwischenahn und vielen Dank für die Vorstellung. Das ist immer etwas ganz Besonderes, wenn man von einem ehemaligen Studenten vorgestellt wird, den man schon lange kennt und wo man auch vieles gemeinsam gemacht hat. Ich möchte zunächst natürlich die allerbesten Wünsche und Glückwünsche zu diesem Jubiläum von meiner Gesellschaft, der Internationalen Gesellschaft für Natur- und Kulturheilkunde, übermitteln. Und darf da gleich sagen, Peter hat die Vorgeschichte ja etwas erzählt. Die Vorläufer der IGNK, die IGBM, also Gesellschaft für biologische Medizin, hatte seit ungefähr 20 Jahren an einem WHO-Institut in Mailand ein eigenes Curriculum. Das war dort das Institut für traditionelle Medizin. Die WHO unterstützt solche Zentren weltweit. Und dort hatte unsere Gesellschaft eben ein eigenes Curriculum, was also WHO akkreditiert war. Und ich kann Ihnen hier sagen, dass da eben auch Schüssler eine Rolle spielte. Auch später im Studiengang. Also es war Inhalt dieses Studiengangs auch. Und es sind unter anderem zwei hervorragende Masterarbeiten erschienen, die sich direkt mit Schüssler beschäftigt haben. Es wundert Sie wahrscheinlich nicht, dass eine davon von Peter Emmerich verfasst worden ist, aber es gibt noch eine weitere, wo der Blickwinkel ein etwas anderer ist, weil Schüssler heute, 200 Jahre Jubiläum, ist ja auch etwas, wo sich im Laufe dieser langen Zeit auch Entwicklungen ergeben haben, ja, wo der eine und der andere mit zu tun gehabt hat und wo es auch unterschiedliche Herangehensweisen gibt. Und das stand in unserem Studiengang immer im Mittelpunkt, dass wir auch in diesem WHO-Curriculum das so betont haben, wir stehen für eine plurale Medizin, ja, wir wollen vieles zusammenbringen und dann den Teilnehmenden auch überlassen, was passt und was passt nicht. Letztendlich muss ja jeder verantwortliche Arzt oder jeder verantwortliche Therapeut das herauswählen aus der Gesamtmenge, die da zur Verfügung steht, wofür er eben auch selber stehen kann. Mein Vortrag hat jetzt schon einen Untertitel, den habe ich einfach mal so noch hinzugefügt. Der steht nicht im Programm. Mir erscheint er aber wichtig: ein Plädoyer für eine integrale Heilkunst in bewegten Zeiten. Und ich glaube, wir stimmen alle darin überein, wir leben in sehr bewegten Zeiten. Und da würde man sich wahrscheinlich zu so einem Jubiläum ja auch gerne mal die Frage stellen, was hätte eigentlich oder was würde eigentlich Schüssler sagen, wenn er jetzt hier wäre? Hätte er Antworten auf die Herausforderungen unserer Zeit? Ich möchte deswegen also gar nicht so sehr auf die Bedeutung von Schüssler in der Naturheilkunde im Folgenden eingehen. Das ist alles sehr bekannt, insbesondere durch ein hervorragendes Buch, was ich auch noch mal nennen möchte. Ich hatte das Glück und die Ehre, ein Geleitwort für dieses Buch zu schreiben von Peter Emmerich und von Professor Gerd Ohmen. Und in diesem Buch finden Sie eigentlich alles, den gesamten Lebensweg von Schüssler, seine Arbeitsweise, seine Denkweise. Darauf werde ich also nicht weiter eingehen, sondern ich möchte stärker auf etwas eingehen, was hier vielleicht noch nicht so bekannt ist, auf die Sphäre des Kulturellen, des Sozialen, man könnte aber auch sagen, des Geistigen. Und ich denke, dass es in der heutigen Zeit sehr, sehr wichtig ist, dass wir uns irgendwie besinnen und überlegen, ja, was braucht die Heilkunst jetzt und in den nächsten Jahren, um diese Probleme, die anstehen, zu bewältigen und im Interesse der Menschen zu bewältigen? In der Hinsicht ist Schüssler eine ja, Person, eine Persönlichkeit, die unglaublich anzieht, ja, also wenn man auch diese Biografie liest oder anderes über Schüssler, dann merkt man, das war ein ganz besonderer Mensch, ja, mit einem nicht so ganz einfachen Lebensweg. Und mich hat am meisten fasziniert, wenn ich mich mit Schüssler beschäftigt habe, etwas, was ich Grenzgängertum genannt habe.
Er war so ein typischer Grenzgänger. Grenzgänger gehen etwas über die Grenze hinaus, verletzen also bestimmte Grenzen durchaus ein wenig, aber nicht so stark, dass sie damit gleich einen mittelschweren Krieg verursachen würden, sondern dieses Grenzgängertum ist eigentlich eher so etwas wie ein Brückenbauertum. Grenzgänger, weil sie eben etwas überschreiten, was man bislang nicht überschreiten durfte, sollte, vielleicht auch nicht wollte, öffnet Neuland. Und durch diese Brückenschläge entsteht eben auch etwas Neues. Vielleicht würden einige heute, ich bin da natürlich jetzt vorsichtig bei dem Wort, aber in gewisser Hinsicht könnte man sagen, dass Schüssler auch eine Art Querdenker war. Querdenker vielleicht jetzt nicht im engeren politischen Sinne, wie es gerade verstanden wird, sondern Querdenken, also nicht Querdenker, sondern Querdenken ist ja eine Kreativitätstechnik, ja? Dass man eben auch rechts und links schaut, Dinge hinterfragt, neue Wege geht oder alte Wege sich anschaut, die mal zu Ende waren, die man dann aber aus einer neuen Perspektive weitergeht. Auch Einstein hat ja über diese Kreativitätstechnik des Querdenkens geschrieben. Und in gewisser Hinsicht würde ich einfach mal vermuten, also dass Schüssler auch zum Querdenken damals schon geneigt hat und heute vielleicht auch neigen würde. Was mich auch persönlich an ihm fasziniert, ist das Autodidaktentum. Ich glaube, das kann man so sagen. Er war durch und durch Autodidakt. Er hat zwar auch studiert, er war an einer Universität, er hat ja sogar sein Abitur nachgemacht. Aber ganz interessant ist zum Beispiel, dass er sich Sprachen angeeignet hat, autodidaktisch. Und stellen Sie sich das mal in der damaligen Zeit vor, man konnte jetzt weder sich Kassetten kaufen oder CDs, man konnte im Internet nichts abrufen. Das ist schon eine Herausforderung, autodidaktisch sich Sprachen anzueignen. Ich bin mir gar nicht sicher, wie viele Sprachen, das heißt in verschiedenen Quellen, 6 bis 7 zeitgenössische Sprachen soll er ja perfekt oder relativ gut gesprochen haben. Wir können das heute ja nicht beurteilen. Er hatte aber auch sich mit den alten Sprachen beschäftigen müssen und jetzt nicht nur mit dem Latein, was für Mediziner ohnehin selbstverständlich war, sondern auch mit dem Altgriechischen und mit dem Sanskrit. Er hat autodidaktisch Sanskrit studiert, gelernt. Und das ist jetzt wiederum etwas ganz Besonderes. Wenn man so eine Sprache wie das Sanskrit kennt oder zumindest Strukturen kennt, dann hat das natürlich auch Einfluss auf das eigene Denken. Das hat, glaube ich, etwas ganz Wichtiges im Hinblick darauf, wie man Dinge strukturiert. Ich möchte nur mal ein Beispiel aus dem Sanskrit bringen. Das Sanskrit hatte noch einen Dualis. Wir kennen alle aus der Schulgrammatik den Singular und den Plural, also entweder ich alleine oder eben wir zusammen. Und im Sanskrit, wie in vielen anderen Sprachen, in alten Sprachen, gab es noch den Dualis, dieses Ich und Du. Und im Sanskrit gibt es diesen berühmten Satz des Tattvamasi. Das bedeutet so etwas wie, du bist mein zweites Ich. Also man kann über so eine Sprache auch ganz andere Zugänge, nicht nur zu spirituellen Themen bekommen, sondern auch zu Themen, die uns heute bewegen. Ja? Warum gibt es diesen Dualis nicht mehr? Warum gibt es den Plural und den Singular, aber nicht diese Begegnung des Ich und Du? Später ein berühmter Religionsphilosoph Martin Buber hat sich durchaus auch auf diese Stelle im Sanskrit beziehen können, aber auch auf Wilhelm von Humboldt, der dazu geforscht hat. Martin Buber hat einmal gesagt, dass echte Kommunikation nur stattfindet in der Begegnung des Ich und Du. Sobald wir den anderen in der Begegnung zur dritten Person Singular machen, also zu er, sie, es, ist es eigentlich keine Wesensbegegnung mehr, sozusagen eine Begegnung von den jeweiligen Wesen her, sondern ist dann eine Bildkommunikation, eine Bildbegegnung. Und ich denke mal, dass Schüssler solche Dinge durchaus auch wusste. Er hat darüber nichts geschrieben, jedenfalls weiß ich davon nichts.
Aber es ist für ihn so bezeichnend, dass er eben auch rechts und links schauen konnte. Man könnte sich jetzt ja auch fragen, warum musste der denn auch noch Sanskrit lernen? Er musste sein Abi nachmachen und hatte große Schwierigkeiten, überhaupt in die Zulassung zu kommen. Ich vermute, dass er ohne diese Sprachen nicht der geworden wäre, der er war. Was mich auch heute aus einer Perspektive einer Gesellschaft, also dieser IGNK, interessiert, die gemeinwohlorientiert ist. Ich denke, der Biochemische Bund ist auch eine gemeinwohlorientierte Einrichtung. Auch da liest man, wenn man sich mal damit beschäftigt, viel über Schüssler, was er dort bewegt hat und was er da auch schon vorweggenommen hat, gerade auch für die Region dann nach seinem Tod hinterlassen konnte. Und man spürt eben, und das ist ja auch der Untertitel des Buches von Emmerich und Oehmen, er war eben wirklich nicht nur ein Arzt, ein Mediziner, sondern er war ein Arzt aus Leidenschaft. Er wollte Menschen helfen. Und vielleicht auch aus seinem Erleben des Autodidakten heraus war es ihm, glaube ich, auch wichtig, Menschen in das zu bringen, was wir heute modern Selbstwirksamkeit nennen. Das heißt, so Impulse zur Selbstwirksamkeit zu geben. Man könnte das jetzt noch lange und breit fortsetzen, aber ich möchte einfach mal zur Kernfrage kommen, die mich jetzt in den nächsten Minuten auch beschäftigen wird. Was ist denn heute? Also damals hat er etwas Neues entdeckt, ja, er hat etwas Neues machen können. Das gibt es nun heute schon, das müssen wir jetzt nicht nochmal entdecken. Es gibt andere Homöopathen, die später vielleicht ähnliches mal angetragen bekamen, die aber diese Verkürzungen oder Vereinfachungen nicht gemacht haben. Ich werde jetzt da nicht weiter auf Details eingehen, sondern ich möchte wirklich ganz ernsthaft die Frage stellen, was meinen Sie, was würde er denn heute machen? Was wären so die Themen? Gibt es in der Medizin etwas, wo sozusagen die Richtungen, die wir heute haben, und das ist ja insbesondere die konventionelle oder die sogenannte Schulmedizin, es sind dann andere Richtungen, die wir als Komplementär, Alternativmedizin, Energie oder Informationsmedizin bezeichnen. Wo würde er anknüpfen? Ich glaube, dass er mit dem, was ihn so als kritischer Geist auszeichnet, sich wahrscheinlich mit etwas beschäftigen würde, was er damals erstmal liegen lassen hat. Und das sieht man auch in der Biografie ganz gut. Es gab ja im 19. Jahrhundert, um jetzt in die Zeit mal zu gehen, noch durch Goethe befördert, aber durchaus auch von Hahnemann weiter befördert, diese Naturphilosophie, die ihn ja nicht, ich glaube, vom Hocker gerissen hat. Ja. Da hatte er durchaus auch einige Probleme mit. Und ich habe mich immer gefragt, warum hat er nicht angeknüpft jetzt zum Beispiel an Hufeland? Hufeland hat zusammen mit dem Philosophen Immanuel Kant eine wunderbare Schrift verfasst über die Kraft des Gemüts, über die Kraft der Vorstellung, wo so imaginative Techniken, die wir heute in der Psychotherapie kennen, wo Kant und Hufeland die schon besprochen haben. Also Kant war ein wahrer Meister darin, seine eigenen Krankheiten und Symptome, und er hatte vieles, was nicht so gesundheitlich bei ihm klappte, dass er das durch die Kraft der Vorstellung, durch Imagination, durch innere Bilder selbst behandeln konnte. Also auch da spielte die Selbstwirksamkeit eine Rolle. Feuchtwanger, einer in der Medizingeschichte fast vergessener, der Österreicher, ja, der Begründer eigentlich einer ganzen Dynastie von Ärzten, ich gehe gleich auf ihn noch ein, hat dieses wunderschöne Buch damals, ich glaube, ja, in den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts war es, Diätetik der Seele geschrieben. Also anknüpfend an die antike Diätetik schreibt dieser Feuchtwanger eine Diätetik der Seele. Damals war das so, eigentlich bis zum Ersten Weltkrieg noch jeder Arzt zur Approbation bekam diese Schrift, Diätetik der Seele. Davon findet man bei Schüssler nichts oder fast nichts.
Und das hat mich immer so ein bisschen ja, ins Denken gebracht. Warum? Er lehnt das ja auch nicht ab, ja, sondern er fokussiert sich auf etwas anderes. Ich könnte mir aber vorstellen, dass in der Zeit, in der wir heute leben, wo die naturwissenschaftlich orientierte Medizin ja seit über 100 Jahren nicht nur ihren Siegeszug angetreten hat, sondern wo Medizin sich nur noch naturwissenschaftlich definiert, dass er in einer solchen Situation vielleicht doch auch andere Konzepte auch seiner Zeit oder dem, was war, aufgegriffen hätte. Aus der Homöopathie, denke ich, wären das insbesondere die Begriffe der Vikariation, ja, und auch des Metaschematismus. Ich habe dazu gerade eine sehr interessante Doktorarbeit betreut, wo man dann eben auch sieht, wie verwoben das Philosophische und das Medizinische ist. Nur durch die Verbindung zur Philosophie wird Medizin ja auch Heilkunst. Das sind so ein paar Gedanken einfach mal vorweg. Und ich habe ein Zitat, was ich meinem Vortrag voranstellen möchte, was nicht von einem Mediziner kommt, sondern von Kurt Tucholsky. Er hat geschrieben: Nichts ist schwerer und nichts erfordert mehr Charakter, als sich in offenem Gegensatz zu seiner Zeit zu befinden und laut zu sagen, nein. Ich glaube, das konnte Schüssler gut. Das hat er gemacht, ja. Er hat sich da nicht irritieren lassen. Aber meine Frage an Sie, steht das nicht heute auch wieder an? Müssen wir heute nicht auch zu einigen Dingen Nein sagen? Beginnen wir in der Antike. In der Antike gab es zwei Gruppen von Ärzten. Sie können das bei Platon nachlesen in seiner Schrift Die Gesetze. Unterscheidet er als erste Gruppe Ärzte, die dafür zuständig sind, dass die Kranken möglichst schnell gesund werden. Die zweite Gruppe von Ärzten prüft zusammen mit dem Kranken, unter welchen Bedingungen jemand krank geworden ist, ob das äußere Gründe waren, das kann Kälte sein und so weiter, das kennen Sie aus der antiken Heilkunst. Es können aber auch innere Gründe sein, schlechte Lebensführung, Emotionen, ja, oder Konflikte, vielleicht auch Konflikte, die man gar nicht lösen kann. Und schließlich überlegten eben Arzt und Kranker zusammen, was man tun kann, damit solche Bedingungen sich verändern. Das heißt, die antike Medizin war immer eine Medizin der Lebensführung, es sei denn, der Arzt gehörte zu dieser ersten Gruppe. In dieser ersten Gruppe spielte das keine Rolle. Und wenn diese Bedingungen unveränderbar eingeschätzt wurden, dann ging man sogar davon aus, dass es vielleicht sogar gesund ist, krank zu sein. Das hört sich etwas paradox an, aber wir haben, denke ich, heute dafür auch viele Beispiele in unseren Praxen, dass so etwas möglich ist. Und Sie werden jetzt nicht erstaunt sein, die erste Gruppe der Ärzte war für die Sklaven zuständig. Und es waren übrigens meistens auch selber Sklaven, diese Ärzte. Nicht immer, aber häufig. Die zweite Gruppe war für die reichen Athener Bürger zuständig. Was meinen Sie, zu welcher Gruppe würde Schüssler gehören? Zur ersten oder zur zweiten? Zu welchem Arzt würden Sie gehen? Zu einem Arzt der ersten Gruppe oder der zweiten Gruppe? Ja, es ist ja alles irgendwo, es gibt hier nicht so dieses Entweder-Oder, ja, sondern es gibt schon ein sowohl als auch. Und das macht es eben so interessant, dass wir heute in einer Zeit leben, wo auch die Reichen oder die Wohlhabenden und Mächtigen, dass die freiwillig zum Sklavenarzt gehen, ja, weil sie ein Menschenbild haben, was davon ausgeht, man kann alles reparieren und Heilung muss schnell gehen. Wenn Heilung etwas braucht, dann ist es aber Zeit. Heilung gedeiht nur, wenn Zeit und Raum da sind. Heilung braucht so etwas wie ein Gewächshaus. Und der Arzt, gerade eben dieser zweite Arzt im Sinne von Platon, gibt dann eigentlich nur Impulse. Jetzt frage ich Sie mal ganz direkt, sind Sie heute schon umarmt worden? Ja. Haben Sie heute schon jemanden umarmt? Warum frage ich so etwas?
Das ist jetzt das Kerngebiet der Kulturheilkunde. Hier habe ich das mal in einem Bild gefunden. Manchmal braucht man eigentlich nur jemanden, der einen umarmt und der Stress, ja, schmilzt einfach weg, ja, oder verfliegt, verflüchtigt sich. Ja, also das Interessante ist, um da hier auch noch anzusetzen, Virginia Satir, eine Psychotherapeutin, die Begründerin der Familientherapie, hat sich damit mal ernsthaft beschäftigt und sie schreibt, wir brauchen 4 Umarmungen pro Tag zum Überleben. Haben Sie alle genug zum Überleben heute schon bekommen? 8 Umarmungen pro Tag, um uns gut zu fühlen. Und 12 zum innerlichen Wachsen. Das Letzte ist gerade für Kinder wichtig, ja. Was ist aber in diesen bewegten Zeiten? Was ist mit Kindern in der Schule? Wir haben 3 Enkelkinder. Auch da wissen wir, ja, dass es teilweise sogar Strafaktionen gibt, ja, wenn Kinder sich zu nahe kommen, wenn sie sich berühren. Ist dann noch innerliches Wachsen möglich? Ich stelle das nur als Frage. Ich stelle noch eine Frage. Haben Sie heute denn schon geschnurrt? Ich beziehe mich hier auf einen Kollegen, einige kennen ihn auch, der Dr. Lohninger in Wien, einer der eigentlich von Fach aus Gynäkologe. Er hat aber die Herzratenvariabilitätsmessungen über 24 bis 30 Stunden mitentwickelt. Und er sagt, dass Menschen und Tiere eigentlich ein innewohnendes Weltgesundheitskulturerbe haben. Ein Weltgesundheitskulturerbe. Kulturerbe ist im Biochemischen Bund ja auch bekannt. Da waren wir ja auch schon mal dran, da etwas zu tun. Aber das Schnurren wäre eben auch so ein Weltgesundheitskulturerbe. Man kann es wirklich wissenschaftlich, naturwissenschaftlich nachweisen, dass Brummen, Schnurren oder auch Summen, Singen, ja, dass man sehr schnell auf diese Art und Weise auch wieder Unerwünschtes auflösen kann und Gesundungsprozesse unterstützen kann. Es gibt im Yoga sogar eine spezielle Übung. Man nennt das die Hummelatmung. Ja? Hummel sagt schon etwas über dieses Geräusch, wo wir eben über so etwas wie Brummen, Schnurren eine Resonanz erzeugen. Und interessanterweise, ich gehe jetzt nicht in medizinische Details, der Kehlkopf ist über den Vagus mit dem Herzen verbunden. Das ist der Laryngeus recurrens, der nochmal zurückgeht. Das heißt, in dem, was wir hier in unserem Stimmapparat haben, spiegelt sich eigentlich alles, was in unserem Herzen auch vor sich geht. Und darum kann man auch sagen, ich höre an der Stimmung oder fühle an der Stimmung eines Menschen seine Stimmung. Und es ist wahrscheinlich das schnellste Mittel, manchmal noch schneller als das Umarmen, dass ich selber ins Brummen oder Summen komme. Und wenn man das dann noch gemeinsam macht, dann hat das noch einen wunderschönen Nebeneffekt. Es entsteht praktisch Resonanz und Kohärenz. Das heißt, wir fühlen uns zusammengehörig. Glücklicherweise ist auch in diesen nicht leichten Zeiten der Pandemie, glaube ich, das Brummen und Schnurren noch in keiner staatlichen Verordnung untersagt worden. Also, wenn wir es hier mal machen wollen, können wir es durchaus tun. Es ist ja kein Singen. Ja, das war angewandte Kulturheilkunde. 2 kleine Beispiele. Kulturheilkunde ist für mich eine Diätetik der Seele. Das heißt, Diätetik ist ja ursprünglich, es geht ja nicht nur ums Essen und Trinken, sondern es geht um Bewegung, um vieles. Also Diätetik ist ja nichts anderes als eine Art Lebenskunst, Lebensstil. Und das ist eben so wunderbar, dass dieser Feuchtwanger in der Mitte des 19. Jahrhunderts die antike Diätetik mit ihren Prinzipien, die sich in der Naturheilkunde, in der klassischen Naturheilkunde ja auch wiederfinden, dass er die ergänzt hat um die Diätetik der Seele. Man könnte es auch modern Psychohygiene nennen. Und dementsprechend ist es das Ziel der Kulturheilkunde, ergänzend zu dem, was die Naturheilkunde auch heute schon bietet, Menschen
in die Selbstwirksamkeit zu bringen. Und das ist, glaube ich, gerade in unserer Zeit so wichtig, dass Menschen wieder spüren, ich kann für mich selber etwas tun, ich kann meinen Zustand beeinflussen, ich bin, und das ist etwas, was ich gerade in einer Kampagne mit einer Mediengruppe auch befördern möchte, ich kann wieder Experte in eigener Sache werden. Experte in eigener Sache, ich finde, das ist ein unglaublich wichtiges Wort. Wir müssen nicht, wenn wir uns nicht wohlfühlen, zu externen Experten gehen. Ärzte sind Experten für Krankheit. Aber Experten für Gesundheit sollten wir eigentlich selber sein. Und wir sollten eben lernen, in die Selbstwirksamkeit zu kommen. Und dazu kann die Kulturheilkunde, eben die Medizin und auch die Naturheilkunde, sehr gut ergänzen, indem sie eben einen kulturellen Rahmen setzt über Musik, über Kunst, über Literatur, dass auch die unterschiedlichen Heilkulturen der Welt, nicht nur die traditionelle chinesische Medizin, sondern auch Ayurveda und die tibetische Medizin, die traditionelle abendländische Medizin, Hildegard von Bingen etc., dass die alle eben als Heilkraft auch genutzt werden können. Und ganz wichtig erscheint mir natürlich auch das liebevolle Gespräch und die Offenheit für spirituelle Fragen. Und das ist der Grund, warum ich ja auch nicht von einer integrierten Medizin spreche oder integrativen Medizin, sondern von einer integralen Medizin, die eben sich auch für die Dimension des Spirituellen öffnet. Jetzt werden Sie staunen. Kulturheilkunde ist evidenzbasiert. Die WHO hat kurz vor der Pandemie im November 2019 ihren Report 67 vorgelegt. Und in diesem Report, Sie können das hier lesen, ich muss das nicht alles vorlesen, in diesem Report wurde eben untersucht, ob es Hinweise dafür gibt, dass eben künstlerisch-kreative Betätigungen oder Beteiligungen, Partizipationen zur Verbesserung der Gesundheit und des Wohlbefindens beitragen. Das wurde alles bestätigt. Und Sie werden hier wahrscheinlich staunen, wie viele Studien es dazu gab. Also das sind einige tausend Studien. In einigen Ländern ist das auch mittlerweile relativ verbreitet. In Finnland gibt es zum Beispiel Kultur auf Rezept. Und das ist so ein Herzensanliegen von mir. Ich möchte auch in Deutschland eine Riesenaktion starten mit vielen Verbänden und Gesellschaften, dass wir Kultur auf Rezept verteilen. Ich komme gleich noch dazu, warum das gerade in dieser Zeit so wichtig ist. Links das Plakat ist vom Zweiten Deutschen Fernsehen aus dieser Zeit. Da ist das nochmal kurz zusammengefasst. Und ich gehe auf noch etwas ein, auf diese WHO-Aktivitäten. Das waren dann Empfehlungen an die Regierungen der Welt, etwas mehr Kultur in das Gesundheitswesen zu bringen. Durch Corona ist das alles gestoppt worden, ja, leider. Aber weil die WHO das damals empfohlen hatte, hat sogar eines der angesehensten medizinischen Zeitschriften, das British Medical Journal, Sie sehen das rechts, in der Weihnachtsausgabe im Editorial einen Artikel gehabt zu kulturellen Aktivitäten. Und evidenzbasiert wird dort darauf hingewiesen, dass kulturelle Aktivität das Sterberisiko senkt. Und das sind dann natürlich in medizinischen Fachzeitschriften, muss das ja sein, sind auch Zahlen genannt. Ich glaube, das ist so, dass schon 3 bis 4 kulturelle Aktivitäten von jemandem im Laufe eines Jahres die Mortalität um über 20% senken kann. Also das ist faszinierend, ja. Das ist alles untersucht worden. Deshalb müsste man vielleicht fast mal die Frage stellen, gibt es vielleicht auch Menschen, die in den letzten Monaten an einem zu wenig von Kultur gestorben sind? Ich glaube, die werden bisher in keiner Statistik erfasst. Kulturelle Partizipation hat eben positiven Einfluss auf Gesundheit, auf Wohlbefinden sowieso. Warum ist das so? Weil Kultur eigentlich ein Entschleunigungsfaktor ist. Eine Fast Culture, so wie Fast Food, gibt es nicht. Oder könnten Sie sich vorstellen, in ein Konzert zu gehen und zu sagen, bitte heute aber mal schneller spielen, ich habe nicht so viel Zeit, ja? Oder im Theater, ich möchte nur die Zusammenfassung sehen, dann reicht es mir auch. Das geht nicht. Kultur entschleunigt also.
Kultur ist auch etwas, was meistens zweckfrei erfolgt. Ja, ich meine, man könnte jetzt sagen, ich gehe ins Theater, ins Konzert, um Spaß zu haben, aber das ist jetzt auch nicht, glaube ich, das Richtige. Wir verfolgen damit eigentlich keine Ziele. Wir kommen in den Zustand von Muße. Also es ist auch ein wunderschönes, aktives Nichtstun, würde ich sagen. Kultur machen wir oft zusammen. Kultur führt eben zu einer besseren Verbundenheit. Und Kultur verbessert immer die Bildung. Und die Bildung verbessert wiederum die Bereitschaft für eine gesunde Lebensweise. Das kann man ganz klar heute in den Gesundheitswissenschaften durch viele Studien belegen. Es gibt auch so etwas wie eine Kultur im Außen. Zum Beispiel sind wir hier in einem Kurpark, in einem Gebäude. Ich glaube, das ist das Kurhaus. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ich bin hier erst einige Stunden hier. Da gibt es seit langem die Fragen, seit den 80er Jahren, werden Patienten schneller gesund, wenn die Atmosphäre zum Beispiel in einem Krankenhaus und das Bauliche stimmen? Und die erste Untersuchung, die es in den USA dazu gab, war von Roger Ulrich 1984, der geschrieben hat, der Blick durch ein Fenster kann die Regeneration nach einem chirurgischen Eingriff beeinflussen. Und zwar in Abhängigkeit davon, schaue ich auf eine Betonwand oder schaue ich in einen Park hinein. Das waren so harte Fakten, in Kalifornien hat er das gemacht, dass daraufhin, dass sogar von Sozialversicherungen, Krankenversicherungen angegangen worden ist. Und ich glaube, jeder, der einmal im Krankenhaus sein musste, weiß, wie furchtbar das ist, ja, wenn ein Krankenhaus kein Kulturort ist, sondern eigentlich eher ein Ort der technischen Überwachung. Natürlich ist das absolut notwendig in vielen Fällen, ja. Aber ich habe auch meine Erfahrungen gemacht, ja, und wenn man da alleine in einen Raum kommt, da steht schon vorne dran Schockraum, da gibt es kein Fenster, ja. Ich sage Ihnen das ganz ehrlich, ich hatte in so einer Situation, wo ich in einer wirklich akuten Krankheitsgeschichte war, ich hatte in dem Moment furchtbare Angst, weil ich nicht wusste, wie findet meine Seele, wenn sie meinen Körper verlässt, aus diesem Raum heraus? Es gab ja kein Fenster. Ja? Sie können sagen, völlig irrational, gebe ich auch zu, ja? Ist doch irrational. Aber das ist das, was dann in Köpfen von Menschen vor sich gehen kann. Sobald ich wieder aus einem Fenster schauen konnte, Natur sehen konnte, ist das verflogen. Ja? Und das möchte ich damit sagen, dass also Kultur nicht nur etwas im Innen ist, sozusagen wie Kultivierung, sondern auch etwas im Außen sein kann. Links sehen Sie ein Plakat aus Potsdam, was Kulturschaffende dort jetzt überall ausgehängt haben. Kultur gehört zum Leben. Sie sollte den Nicht-Privilegierten nicht vorenthalten werden. Corona hat gezeigt, dass ein Kulturdefizit auch krank machen kann. Und das können wir, glaube ich, alle unterstreichen. Deshalb rechts eine Initiative, die gerade in diesem Jahr auch entstanden ist, Kultur ins Grundgesetz, sozusagen Kultur als ein Grundrecht. Und das hat sehr viel mit Gesundheit zu tun. Der Mensch ist ein Wunder. Und ich möchte jetzt kurz erklären, wie so kulturelle Dinge überhaupt wirken können. Der Mensch ist ein Wunder, aber wenn man dieses Wunder mal naturwissenschaftlich angehen wollte, müsste man den menschlichen Körper als ein ultraschnelles Informationssystem bezeichnen. Das hat mein Kollege, ich kenne ihn wirklich gut, Steffen Schulz, ehemals Professor für medizinische Informatik an der Berliner Charité, in einem wunderschönen Büchlein über Lebensinformation so ausgedrückt. Er hat es so gesagt, die lebendige Ordnung reproduziert sich unaufhörlich in einem Spannungsfeld von zwei polaren Urprinzipien, eben von Unordnung und Ordnung, ja. Und in jeder Sekunde, stellen Sie sich das jetzt wirklich mal konkret vor, für sich selbst, für andere, in jeder Sekunde reproduzieren circa 1 Trillion biochemischer Reaktionen periodisch das körperliche Dasein eines Menschen. Ein gewaltiger, nicht Computer, ja, sondern es funktioniert irgendwie anders. Dafür gibt es 3 Voraussetzungen, dass wir immer wieder sozusagen in diese Harmonie, in dieses Gleichgewicht kommen. Wir brauchen Materie, wir brauchen Energie für die notwendigen Transport- und Produktionsprozesse. Und wir brauchen Informationen zur Funktionssteuerung. Und ich glaube, dass Schüssler sich sehr für diesen Begriff interessiert hätte.
Dieser Begriff ist ja nicht neu, aber im 19. Jahrhundert spielte er in dem Sinne, wie wir ihn heute verstehen, keine große Rolle. Was ist denn Information? Information ist ein Begriff genau an der Grenze von Natur- und Geisteswissenschaft. Und wenn wir in die Etymologie, in die Wortgeschichte hineingehen, dann bedeutet das ja nichts anderes im Lateinischen als dieses informare, etwas eine Gestalt geben, etwas formen oder bilden. Und dementsprechend sagte auch der Begründer der Kybernetik, Norbert Wiener, Information ist Information, weder Materie noch Energie. Information ist etwas rein Geistiges. Es ist nichts Materielles, sondern wir können vielleicht uns auf eine ganz kurze Definition einigen. Es ist ein form- und sinngebendes Prinzip. Und damit sind wir an einem Punkt, wo es wirklich interessant wird in der Medizin. Was ist das form- und sinngebend? Ich gehe jetzt mal kurz in die Musiktherapie bzw. in die Musik. Eine Information ist so etwas wie ein Reiz, ein Signal, ein Impuls. Es kann aber auch nichts sein. Das heißt, selbst nichts Leere kann eine Information sein und etwas formen. So sagen zwei sehr berühmte Sänger, die Adrienne Simonian, wenn nichts passiert, passiert am meisten. Sie bezieht sich damit auf die Oper. Wenn nichts passiert, passiert am meisten, ja. So als Rezeptionshaltung auch. Oder den kennen Sie auch. Die Oper hat Momente, in denen Stille die schönste Musik ist. Und zurückgehend auf Mozart, der ähnlich gesagt hat, sagt der Klezmer-Musiker Jora Feitmann, Musik beginnt nicht mit dem ersten Ton, sondern mit der Stille davor. Und sie endet nicht mit dem letzten Ton, sondern sie endet mit dem Klang der Stille danach. Und das ist jetzt etwas ganz Wichtiges, was auch für Kommunikation gilt. Das heißt, diese kleinen Zwischenräume, vielleicht können wir es Vakuum nennen, ja, sind manchmal wichtiger als das, was wir eigentlich füllen. Ja. Genauso wie in der Musik eine Note, ein bestimmter Wert, nur eine Bedeutung haben kann, wenn rechts und links nichts ist. Ja. Und vielleicht als Beispiel einfach mal auch die Frage an Sie, was ist, wenn der Arzt zum Beispiel beim Sonografieren, also mit Ultraschall werden Sie da gerade untersucht und plötzlich stockt er und sagt gar nichts mehr. Oder ein Aha. Natürlich ist es auch Information und natürlich bewirkt es etwas. Ja. Das ganze Vegetativum des Patienten ändert sich in dem Moment vielleicht schon. Und deshalb sollten Ärzte sehr genau darauf achten, was sie mit Schweigen bewirken können. Und das ist im Grunde genommen nichts anderes als mein Lehrgebiet, die therapeutische Kommunikation, dass ich ja viele, viele Jahre versucht habe, Ärzten, Psychotherapeuten zu vermitteln, worauf man in der Kommunikation achten könnte, sollte. Weil Kommunikation ist immer sozusagen zugange, ja, auch wenn wir meinen, wir tun nichts, ja, auch wenn Sie jetzt ganz ruhig hier sitzen, ja, für mich kommunizieren Sie ganz viel im Moment. Die Logik der modernen Medizin ist aber eine andere. Die Logik der modernen Medizin ist die, die kennt gar nicht diesen Begriff der Information, jedenfalls nicht in der Weise, wie ich ihn verstanden habe, obwohl im 19. Jahrhundert, so um Schüssler herum, gab es viele, auch Goldscheider hat sich damit beschäftigt, ja. Später Gottfried Benn, der Dichterarzt, ja. Also dieser Begriff war immer da, aber er gehört nicht mehr zur modernen Medizin, weil die moderne Medizin verfolgt eine Logik der Machbarkeit. Sie geht von einem Menschenbild aus, in dem der Mensch mehr oder weniger eine komplexe Maschine ist. Und man tritt jetzt mit dem Anspruch auf, und das ist vielleicht die ganze Dramatik auch, die Tragik, es besser zu machen als die Natur. Sozusagen, man repariert etwas, man behebt den Fehler der Natur. Und ganz anders sah das aber in der antiken Heilkunst aus, wenn wir zu Platon, zu Hippokrates zurückgehen, aber auch zu Pythagoras, ja, der nicht nur Mathematiker war, der ja auch Arzt und Priester war. Ja. Ich beziehe mich in der Musiktherapie sehr häufig auf Pythagoras. All diese antiken Philosophen und Ärzte haben immer wieder betont, dass das Wesen der Heilkunst eigentlich eine Art Wiederherstellen eines
Ungleichgewichts ist. Es ist ein Wiederherstellen des natürlichen Gleichgewichts. Und dazu gibt Heilkunst nur Impulse. Sie macht das nicht. Also Heilkunst ist nicht etwas von Machen und Tun, sondern eher von Raum und Zeit geben. So, das kann man sich jetzt mal an einem Negativbeispiel vorstellen. Eines meiner faszinierendsten Gebiete während meiner Zeit an der Uni in der Forschung war der Nocebo-Effekt. Das ist der böse Bruder des Placebos. Ja, Placebo brauche ich nicht zu erklären. Nocebo ist etwas ganz Schlimmes. Reize, Informationen aus der Umwelt führen über eine negative Erwartungshaltung zu negativen Reaktionen auf körperlicher und psychischer Ebene, ohne dass diese Informationen eigentlich einen Wirkstoff enthalten, weil die sind ja nur geistig, die sind ja nicht stofflich. Und um einige Beispiele zu nennen, in einer Studie zu einem Brechmittel antworteten 80% der Patienten, die zu der Placebo-Gruppe gehörten, die also nur ein Placebo hatten, dennoch mit Erbrechen. 80%. In der Onkologie bei Krebspatienten, wenn einige glaubten, ein neues Medikament zu erhalten, aber in der Placebo-Gruppe waren, entwickelten 71% von ihnen mindestens 2 neue Symptome, von denen sie wussten, dass sie als unerwünschter Nebeneffekt sich ergeben können. Dazu gehörte zum Beispiel Haarausfall. In der größten kardiologischen Studie, die weltweit jemals stattgefunden hat, in der Framingham Study in den USA, konnte man nachweisen, Frauen, die glaubten, dass sie eher als andere anfällig für Herzerkrankungen seien, starben 3,7 Mal häufiger an Herzinfarkt und plötzlichem Herztod als Frauen ohne eine solche Angst. Also bitte, wir brauchen auch so etwas wie Gedankenhygiene. Es ist gefährlich, bestimmte Dinge zu denken. Und ich habe das mal, das müssen wir jetzt nicht ausgiebig machen, versucht in einem Modell darzustellen. Es gibt von außen einen Nocebo-Reiz, das können die Medien machen, Berichte. Wir kommen darauf gleich angesichts der aktuellen Situation zurück. Es kann iatrogen sein, also vom Arzt kommen, Beipackzettel. Und es entsteht dann eine Nocebo-Antwort, wenn auch das Milieu des Patienten, also seine Erwartungen, Angst und so weiter und weitere systemische Faktoren, das sozusagen auch noch befördern. Und dann haben wir einen Effekt, der zunächst auf der psychologischen Ebene aus Angst besteht. Angst wird aber, das kann die Psychoneuroimmunologie heute sehr gut nachweisen, auch Angst wird zur Biochemie und die Biochemie wird zur Physiologie. Das heißt, wir haben es nicht mit eingebildeten Effekten zu tun, sondern mit physiologischen Veränderungen. Um das nochmal zusammenzufassen, Erwartung manipuliert das Immunsystem, macht anfällig für Krankheiten. Angst manipuliert Herz und Kreislauf. Und es werden also reale Beschwerden und Symptome auf körperlicher und seelischer Ebene hervorgerufen. Zum Beispiel durch Beipackzettel, die Menschen sich manchmal ausführlich durchlesen. Wussten Sie sogar, dass das Schleudertrauma auf den Nocebo-Effekt hin vom TÜV untersucht worden ist? Das ist in einer verkehrsjuristischen Zeitschrift, die ich normalerweise nicht lese, publiziert worden. Dort wollte man einfach schauen, ob eben auch Stöße geringer Intensität Nocebo-Effekte, also als Beschwerden im HWS-Bereich, auslösen können. Und was kam raus? Hier in der letzten Zeile haben Sie es, knapp 20% der Versuchspersonen berichten auch nach einem 0 Kilometer Stoß über Beschwerden im Bereich der Halswirbelsäule. Ich habe gerade einen Orthopäden, auch aus dem Studiengang, in dem auch Peter Emmerich war, der schreibt seine Doktorarbeit über den Nocebo-Effekt beim Schleudertrauma. Und der konnte feststellen, dass zum Beispiel Stuntmans, ja, Sie wissen, die für Schauspieler einspringen, dass die eigentlich ständig solche Reize haben, die eigentlich zum Schleudertrauma führen müssten. Das beschäftigt die aber 1 oder 2 Tage. Oder auch Fußballer bei American Football, auch da kann man das sehen, stecken das eben einfach mal so weg. Ja. Andere aber, und das ist jetzt so ein Mechanismus, ich sage nicht, dass da nicht wirklich etwas Körperliches ist, ja, sondern das Körperliche wird nochmal getriggert
durch die Psyche, durch das Emotionssystem, insbesondere durch Angst und die Kraft der Vorstellung. Ein paar Beispiele für die Bedeutung der Kulturheilkunde ausgehend von wirklich medizinischen Daten oder Fakten. Wir können heute wirklich sagen, dass Menschen, die sich einsam fühlen, insbesondere ältere Menschen, eine kürzere Lebenserwartung haben. Der Blutdruck ändert sich und auch Demenz und Alzheimer scheinen damit zusammenzuhängen. Das ist ein Buch, wo das mal zusammengefasst wird. Ich mache das mal relativ rasch, nur als Beispiele. Hier ein Artikel aus der Ärztezeitung. Wenn sich Menschen ihre Sorgen zu sehr zu Herzen nehmen, bringen sie es in Gefahr. Das heißt, wir haben hier im Grunde genommen 4 große kardiovaskuläre Risikofaktoren, die wir feststellen können: Rauchen, Cholesterinwert, Fettleibigkeit und Bluthochdruck. Aber der Bluthochdruck und Rauchen sind alleine gefährlicher als Depressionen. Das heißt, Depressionen müssen eigentlich auch kardiologisch viel besser abgeklärt werden. Und das würde bedeuten, und glücklicherweise entsteht dieses Gebiet gerade, dass es nicht nur eine Psycho-Onkologie, sondern auch eine Psychokardiologie gibt. Ja? Mittlerweile gibt es erste Monographien, kann ich nur empfehlen. Emotionaler Stress beeinflusst das Vorhofflimmern. Das Risiko, bei über 60-Jährigen einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu erleiden, verdoppelt sich in den ersten 30 Tagen nach dem Tod des Partners. Ja? Und deshalb ist eben auch soziale Unterstützung so wichtig. Hier noch ein Artikel aus der Ärztezeitung, ein Ergebnis eines Verhaltensexperiments. Ja, das war wirklich ein Experiment. Und aus diesem Experiment weiß man, unfair empfundene Bezahlungen führen zu einer Verschlechterung des Gesundheitszustandes. Und Ungerechtigkeit, wenn ich also Ungerechtigkeit erlebe, mich ungerecht behandelt fühle, dann senkt es meine Herzratenvariabilität. Und dementsprechend wissen wir jetzt eben, dass diese Informationen aus dem Außen direkt Einfluss auf Krankheit und Gesundheit haben. Das Interessanteste, und damit habe ich mich einige Jahre mittlerweile beschäftigt, ist das Broken Heart Syndrom oder das gebrochene Herz Syndrom. Das hat in der Medizin einen anderen Namen, das heißt dort nach einem japanischen Wort Takotsubo Kardiomyopathie. Und dass es das gibt, wissen alle, ja. Das hat man lange aber überhaupt nicht ernst genommen. Seit einem Symposium Herz und Hirn der Deutschen Kardiologischen Gesellschaft 2017 gibt es aber jetzt diese Erkenntnis bei Menschen, das sind ja meistens Frauen mit der Takotsubo-Kardiomyopathie, ist die Einjahresmortalität bei 10%, die Fünfjahresmortalität ist bei 65%, das heißt, es gibt Rezidive. Und damit ist die Mortalität genauso hoch, als ob die wirklich einen echten Herzinfarkt gehabt hätten. Beim Takotsubo sind die Herzkranzgefäße sauber, da ist nichts. Ja? Also auch da ist die Kardiologie vor großen Herausforderungen im Moment. Jetzt frage ich mich nochmal angesichts der aktuellen Situation, könnte es sein, dass Angst und Stress die Wahrscheinlichkeit erhöhen, sich zu infizieren, einen schweren Verlauf zu entwickeln und ja vielleicht sogar Spätfolgen zu bekommen? Die zweite Frage kann man ziemlich eindeutig beantworten. Eine große amerikanische Metastudie hat zwei Faktoren feststellen können, die für die schweren Verläufe bei Covid-19 verantwortlich sind. An erster Stelle ist wahrscheinlich Ihnen auch nicht neu, ist es Adipositas. An zweiter Stelle ist es Angst. Und dicht hintereinander, ja, also Adipositas und Angst. Ja, und hier sind wir jetzt, und damit komme ich zum Schluss, um das abzuschließen, möchte ich den Ferdinand von Schirach nochmal zitieren. Er hat vor kurzem gesagt, ich glaube, das Virus hat uns an eine Zeitwende gebracht. Beides ist jetzt möglich, das Strahlende und das Schreckliche. Und wir haben es, glaube ich, selber in der Hand, was wir daraus machen. Deshalb möchte ich mich dem noch ein bisschen widmen. Empedokles, auch wieder ein Arzt, Philosoph aus der griechischen Antike, war der erste Seuchenarzt, den wir in der Medizingeschichte kennen. Also der eben Epidemien beobachtet hat und Konzepte entwickelt hat. Er hat
Er galt als Wunderheiler. Das Wunderheilen war aber nichts anderes, als dass er zum Beispiel, wie später dann Virchow in Berlin, er ließ Kanalisationen bauen und so weiter. Er wusste sehr genau, wie sich eben Seuchen auch verbreiten. Aber das Wichtigste für ihn war, Krankheit entsteht, wenn etwas aus dem Gleichgewicht geraten ist. Und deshalb müssen wir uns fragen, ist bei uns vielleicht auch heute etwas aus dem Gleichgewicht geraten? Ausgangspunkt für jedes Handeln in der Heilkunst sollten, das wissen wir aus der Antike, Achtsamkeit und Demut sein. In dem Alten, hier im Lateinischen noch, primum nihil nocere, secundum cavere, tertium sanare. Also vor allem an erster Stelle nicht schaden. Zweitens vorsichtig sein oder achtsam sein. Und drittens heilen. Hätte man das oder würde man das heute berücksichtigen, dann würde die Welt, glaube ich, etwas anders aussehen. Ich hoffe, sie würde besser aussehen. Dieses Nichtschaden ist eigentlich heute in der modernen Medizin vergessen worden durch eine Schadenserwägung sozusagen. Wenn der Schaden dann weniger groß ist oder wenn der Nutzen größer ist als der Schaden, dann ist das wieder okay. Das gab es in der Antike so nicht, ja. Ich glaube, der Schüssler, wenn er jetzt die Gelegenheit hätte zu schauen, was hier überhaupt passiert, das ähnlich machen würde, wie ich das hier vorgeschlagen habe. Er würde Corona als Eisberg sehen. Man sieht hier die Pandemie als Phänomen, man kann das alles beobachten, man hat Ziffern und so weiter und so fort. Und man sieht die Intervention, was Menschen machen, das ist das Sichtbare. Und so ein bisschen sieht man auch die Art und Weise, wie Menschen darüber sprechen, das heißt Diskurse. Aber dann gibt es in einem Eisberg ja das, was unter Wasser ist, das Unsichtbare. Und das ist eben für das Verstehen von Phänomenen manchmal viel, viel wichtiger. Und ich könnte mir vorstellen, weil wir hier wieder an den Begriff der Information kommen, hinter den Diskursen gibt es ja Narrative. Ich werde darauf kurz eingehen, um Ihnen das zu zeigen. Was völlig ins Unsichtbare geraten ist, sind Konzepte wie Immunsystem, Resilienz und Kontexte. Wie konnte das überhaupt so weit kommen? Das ist alles unsichtbar geblieben. Und das Angstnarrativ, so nenne ich das, was im Moment passiert, ist einfach ein sehr gefährliches Spiel mit Angst und Hoffnung. Ich mache das nur kurz. Ich nenne das das medizinisch-pharmakologische Narrativ Angst machen. Kennen wir alle seit anderthalb Jahren. Ein neues Virus bedroht die Menschheit. Das ist an sich schon gefährlich. Ist es ja auch, möchte ich überhaupt nicht in Frage stellen. Es fehlen aber wirksame Behandlungsmethoden, wo ich schon ein bisschen widersprechen würde. Es gibt Behandlungsmethoden. Ja, es gibt eben durchaus auch die Möglichkeiten, dass staatlich Programme gefördert würden, dass eben Medikamente entwickelt werden. Das wichtigste Argument, unkontrolliert, führt das Ganze eben zu einer Überforderung des medizinischen Sektors und zu Chaos. Und dementsprechend ist dann, das ist Teil des Narrativs, ein Lockdown alternativlos. Immer wenn man eine Rhetorik der Alternativlosigkeit bemüht, dann führt diese Rhetorik natürlich automatisch zu einer Diskursverweigerung. Dann kann man auch nicht mehr darüber sprechen. Eigentlich etwas, was in einer Demokratie sich selbst in Frage stellen müsste. Aber ich glaube, irgendwie erleben wir das im Moment, dass zumindest einige Stimmen so etwas wollen. Der zweite Teil ist aber, Angst machen alleine ist nicht gut, weil wenn wir nur Angst haben, dann kommen wir da auch nicht raus. Das heißt, man muss auch Hoffnung machen. Und Hoffnung ist natürlich die Impfung. Eine Rettung kann der Impfstoff bringen. Und Wissenschaftler sind jetzt auch die Experten. Und mit der Verfügbarkeit des Impfstoffs ist die Gefahr gebannt. Alles kann wieder so weitergehen wie vor dem Virus. Und in dem Letzten sehe ich ein großes Problem. Ja? Weil wenn wir so weitermachen wie vorher, dann wird auch ein anderes Virus kommen. Ja? Es wird diesmal noch schneller gehen. Ja? In einer globalen Welt, wir haben das ja gesehen, wie schnell das geht. Wir können diese Dinge nicht mehr kontrollieren. Also das ist auf jeden Fall ein Problem auch dieses Narrativs. Die Wirkung dieses Narrativs ist aber auch klar. Es wird Angst vor Infizierung mit dem Virus erzeugt. Angst kann sinnvoll sein, weil wir in die Achtsamkeit gehen und uns schützen. Aber Angst kann auch zur Panik führen. Dadurch wird unser Immunsystem wieder geschwächt, geschädigt, ja, und wir infizieren uns. Es wird Hoffnung auf Heilung durch einen Impfstoff geweckt. Die Knappheit führte natürlich dazu, dass auch Begehrlichkeiten gefördert wurden, so im ersten Halbjahr 2021.
Und was wir auch beobachten, Experten, sogenannte Experten, ich habe es in Anführungsstriche gesetzt, erhalten jetzt Macht, sind die Macher. Und alle anderen, das heißt wir, können eigentlich nur warten, abwarten und können nicht mehr selber für uns etwas tun. Und wenn das der Fall ist, gehen wir emotional in eine Haltung der Ohnmacht. Und diese Ohnmacht ist, ich sage es wirklich mal ganz deutlich, mordsgefährlich für unser Immunsystem. Das heißt, die schwächt unser Immunsystem. Die öffnet praktisch die Pforte für Viren. So, und man kann das Ganze natürlich auch noch weiter kritisieren. Das Wichtigste ist, glaube ich, dass die Selbstwirksamkeit des Menschen beschnitten wird, Angst und Panik verbreitet wird. Ein alternatives Narrativ, was ich versuche, selber auch etwas zu befördern, auch durch Forschung, ist ein systemisch salutogenes Narrativ, achtsam und selbstwirksam sein. Damit meine ich, dass die Gesellschaft und Lebensweise von Menschen als Problem erkannt wird. Viren wird es immer geben, ja? Und wir müssen lernen, mit Viren zu leben. Wir müssen aber vielleicht auch erkennen, dass zumindest ein Teil dieser Probleme menschengemacht ist, durch Globalisierung, durch das Eindringen des Menschen immer weiter und weiter in die Biosphäre. Ich brauche das, glaube ich, nicht weiter auszuführen. Sie wissen, was ich damit meine. Und die Lösung in diesem Narrativ wäre dann eben auch, dass wir über die Ökologie und unser eigenes Immunsystem etwas für Heilung tun können. Und es wäre eben auch, wie einige Virologen das mittlerweile ja auch selbst darstellen, es müsste dann so sein, dass wir sehr deutlich sagen, ein Leben mit Viren ist möglich. Unser Immunsystem entwickelt sich ja auch, es lernt, wenn wir es in dieser Lern- und Trainingsprozesse auch lassen. Und ich würde weitergehen, wir brauchen nicht nur dieses individuelle Immunsystem und die individuelle Resilienz, sondern wir brauchen auch eine gesellschaftliche Resilienz und letztendlich sogar ein globales Immunsystem für die Sphären, nennen wir sie jetzt mal Biosphäre, Semiosphäre, Zoosphäre und so weiter und so fort. Und das ist, glaube ich, das Wichtige an dieser Pandemie, wenn wir da gut rauskommen wollen. Wir müssen auch unsere Lektion lernen. Wir müssen vielleicht auch lernen oder sollten es, dass es nicht mehr sozusagen nur für Menschen Gesundheit gibt. Ja? Wir müssen uns um die Tiere, um die Pflanzen, um die ganze Mutter Erde kümmern, dass eben solche pathogenen Viren, die dann eben wirklich für unsere Gesundheit gefährlich sind, dass die eben nicht überspringen oder dass wir eben Mechanismen entwickeln, um auch in diesen Prozessen dann zu lernen. Und die Wirkung dieses Narrativs wäre dann die, auch ohne Impfstoff sind wir pathogenen Viren nicht hilflos ausgeliefert. Wir erkennen, dass die Probleme menschengemacht, aber auch heilbar sind. Und wir betonen nochmal, Selbstheilung des Menschen und von Mutter Erde kann die Probleme lösen. Angst schwächt aber unser Immunsystem und ist selbst krankmachend, sowie ein vermeidbarer Risikofaktor. Das heißt, auch wenn es einen sicheren und wirksamen Impfstoff geben wird, ja, es ist beides noch nicht der Fall. Ja? Das, was wir im Moment haben, es ist nicht in jeder Hinsicht sicher und es ist auch nicht in jeder Hinsicht wirksam. Ja? Es ist eine gewisse Wirksamkeit da und es wird einiges, kann man abwägen. Aber wir sind da, glaube ich, noch nicht an dem Ziel, was sich die Forschung da vorstellt. Aber selbst wenn wir da hinkommen, darf es trotzdem nicht so weitergehen wie vor dem Virus, weil wir kommen aus diesem Zirkel nicht mehr raus. Dementsprechend würde ich eben sagen, dass dieses Angstnarrativ, was im Moment ja auch durch die Medien, durch die Politik verbreitet wird, nicht nur ein Herrschaftsinstrument ist, um ja, unliebsame Stimmen still zu bekommen, sondern man muss leider sagen, dass dieses Angstnarrativ die Probleme verstärkt, die es eigentlich verhindern möchte. Das heißt, dieses Angstnarrativ ist selber ein pathogener Mechanismus. Wir können das aber statistisch nicht ausdrücken. Auch in den Statistiken wird manchmal das Wort Kollateralschäden genannt. Ja? Das ist ein sehr feines Wort. Ja? Das heißt, Dinge, die passieren, ohne dass man sie beabsichtigt hat, aber wir können das statistisch überhaupt nicht voneinander trennen. Und dementsprechend
plädiere ich für eine integrale Medizin, die eben nicht nur die Krankheit behandelt, sondern auch den Menschen, die Person und, da werden jetzt einige staunen, auch den Arzt. Auch der Arzt muss behandelt werden. Eine solche Medizin sollte allumfassend sein, das heißt so vollständig und umfassend wie nur irgend möglich, natürlich unter Berücksichtigung der jeweiligen Gegebenheiten. Sie sollte systemisch sein, das heißt die Eingebundenheit von Krankheit, Patient und Therapeut in Netzwerke verstehen, das heißt auch zu akzeptieren, dass alles mit allem verbunden ist. Das sehen wir bei Corona eben ganz deutlich. Sie sollte auch emotionale Faktoren einbeziehen, das heißt Elemente wie Liebe, Zuwendung, Präsenz, aber auch durchaus negative Emotionen, die eine Rolle spielen. Wir haben das am Beispiel der Angst ja mal ein bisschen durchdekliniert. Und letztendlich ist es eben wichtig, dass eine integrale Medizin auch den Arzt und Therapeuten behandelt. Und das hat glücklicherweise der Weltärztebund in seinem Genfer Gelöbnis 2015 auch erweitert und ergänzt. Dort hat jeder Arzt eine Verpflichtung zur Selbstfürsorge. Und das ist, glaube ich, auch in einer Zeit der Pandemie etwas sehr, sehr Wichtiges. Dafür fehlen aber Angebote. Ich stelle Ihnen zum Schluss eins vor. Das ist nämlich die Antwort unserer IGNK, also der Internationalen Gesellschaft für Natur- und Kulturheilkunde. Wir bieten insbesondere Menschen im Gesundheitswesen ein ganz neues Veranstaltungsformat an, Kulturheiltage. Ich habe hier vorne einige Informationen hingelegt. Wer Interesse hat, kann sich das anschauen. Die Leitung dieser Kulturheiltage hat interessanterweise ein Philosoph, eine Ärztin und meine Wenigkeit. Wir haben eine Schirmherrin gewonnen, die Sozialministerin von Mecklenburg-Vorpommern. Das hängt damit zusammen, dass diese Veranstaltung in Heiligendamm stattfindet. Ein ganz besonderer Ort. Einige kennen ihn wahrscheinlich auch. An der Ostseeküste das älteste deutsche Seebad, also mit einer langen Tradition. Man nennt diesen ganzen Komplex von wunderschönen Gebäuden aus dem 19. Jahrhundert auch die Weiße Stadt am Meer. Und letztendlich, das sehe ich jetzt auch hier, obwohl ich erst einige Stunden in Bad Zwischenahn bin, Kurorte sind ja eigentlich von jeher Kulturorte, wo eben Atmosphären der Heilung geschaffen worden sind oder immer wieder neu erschaffen werden können, vom Kurpark bis hin zur ansprechenden Architektur und so weiter und so fort. Kulturheiltage sind dann also praktisch eine Art Veranstaltung für Selbstfürsorge, für Psychohygiene. Man spricht miteinander, man macht Selbsterfahrungen, Selbsterkundungen, man drückt sich auch selber aus, nicht nur durch die Muse, sondern auch durch die Muße, mal auch durch das Nichtstun. Leichtigkeit, Raum und Zeit für das Zu-sich-Kommen spielen eine große Rolle. Man kann durchaus an Vorträgen teilnehmen, aber Gespräche sind da viel wichtiger und Eigenaktivitäten in Ateliers für Kreativität und Selbstausdruck. Und das Neue, was wir geschaffen haben, in den letzten 5 Jahren seit der Gründung unserer Gesellschaft, ist ein Format, wir nennen es eine kulturheilkundliche Sprechstunde, auch eine kulturheilkundliche Diagnostik, wo wir angefangen von der Herzratenvariabilität bis hin zu Ausdrucksverfahren, dass jemand etwas malt, über etwas spricht, etwas durch ein lyrisches Format vielleicht ausdrückt, dass wir da viel genauer an das herankommen, was man eigentlich mit dem Selbst eines Menschen meint. Und wenn wir eben von Selbstfürsorge oder Selbstsorge sprechen, müssen wir ja wissen, was ist denn mein Selbst? Es ist ja nicht mein Ego. Das heißt, Kulturheilkunde sind so etwas wie ein Gesamtkunstwerk. Wir genießen damit allen Sinnen. Wir spielen, wir drücken uns aus. Wir lassen uns berühren, nicht nur Körper, sondern wir haben natürlich Physiotherapeuten dabei, Osteopathen, sondern auch durch Wort und durch Kunst werden Geist und Seele berührt. Es ist ein Ort der Begegnung, der Konversation, der kulturellen Inspiration, aber natürlich spielen auch bewusste Ernährung und Bewegung eine Rolle und das Wissen und die eigene Erfahrung. Kurz zusammengefasst sind Kulturheiltage eigentlich das Beste der traditionellen Heilkunst und der modernen Medizin zusammen, auf jeden Einzelnen abgestimmt. Und da kann ich dann auch wieder anknüpfen an Schüssler und auch an seine Zeit. Es geht nie
um ein Entweder-Oder. Es geht immer um ein Sowohl-als-auch, dass man dieses Sowohl-als-auch im Interesse eines jeden einzelnen Patienten so gestaltet, dass Heilung geschehen kann. Ich danke Ihnen.